Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von unser Sammlerteam. Erst einmal möchte ich mich bedanken für eure vielen E-Mails. Einige von euch haben sich sicherlich gefragt, was los ist. Vor Ostern gab es bereits weniger Videos und nach Ostern dann gar keine mehr. Heute möchte ich euch den Grund dafür erzählen und wie es natürlich auch weitergeht. Einige von euch haben schon auf meiner Autorenseite den Grund dafür gelesen, wieso es bei unser Sammlerteam und hier bei YouTube so wenig Neues gab von uns. Es ist so, dass ein Familienmitglied von mir, ich war auch in der Wohnung, wir wurden von einem Nachbarn überfallen. Der ist also in die Wohnung eingebrochen mit seinem Kampfhund und hatte eben das Familienmitglied bedroht. Ich bin dann dazugekommen, woraufhin er die Flucht ergriffen hat. Und ich habe natürlich Strafanzeige erstattet, also die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt immer noch. Und wegen dieser Attacke, ja, mussten wir also ich und das Familienmitglied, wir mussten einen Krankenwagen rufen und mussten dann eben auf den Rat des Notarztes ungefähr 6 Wochen in die Klinik. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das eben ein schwebendes Verfahren ist, was eben die Polizei noch bearbeitet. Und nach diesen 6 Wochen ist es so, dass ich natürlich die Entscheidung getroffen habe, da schnellstmöglich auszuziehen, weil dieser Mann eben unter uns wohnte. Also wir wohnten weiter oben und er unter uns. Genauer möchte ich jetzt auch öffentlich nicht darauf eingehen. Und nun ist es halt so, ja, man muss natürlich danach sich noch ein bisschen schonen, ein bisschen ausruhen. Aus dem Haus wollte ich eben schnell ausziehen, das heißt ein Stückchen weiterziehen, was ich jetzt auch gemacht habe. Inzwischen gibt es halt bei unser Sammlerteam und auch auf dem Blog und im Forum schon neue Inhalte. Und jetzt wollt ihr sicher wissen, wie geht es hier bei YouTube weiter. Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für den Support und Unterstützung, die ihr mir die letzten 2 Jahre hier ermöglicht habt. Wie ihr wisst, mache ich das ja rein hobbymäßig, verdiene kein Geld, schalte keine Werbung drauf. Und es beginnt ja nun bald die neue Saison und ab dann geht es hier wieder richtig los. Ich habe einige Überraschungen vorbereitet. Erwartet am Anfang nicht ganz so viele Videos, weil ich muss auch erstmal noch ein bisschen auf die Beine kommen. Mich ein bisschen schonen noch und habe jetzt wieder langsam angefangen mit Arbeiten. Und ich habe einige Überraschungen. Also es ist jetzt Samstagmittag. Und so ungefähr in einer Stunde wird mein Sammlerfreund Dieter kommen von unser Sammlerteam, den kennt ihr ja schon. Und wird auch einige Überraschungen mitbringen. Ob wir die jetzt alle noch am Wochenende einstellen, glaube ich nicht. Wir werden die Videos drehen und dann mal sehen, dass das in nächster Zeit klappt. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass in 1-2 Wochen Saisonstart ist, weil wir haben ja über 30 Grad und ich denke mal, es wird noch einige Zeit dauern, bis es wieder Ü-Eier gibt. Bis dahin werde ich euch aber einiges noch zeigen, habe einiges in Vorbereitung und Planung. Also es geht wieder richtig los hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, ein Abo hinterlasst oder einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage oder Wochen hier bei unser Sammlerteam. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsommer, gutes Wetter und einfach noch viel Spaß. Euer Stefan von unser Sammlerteam und nochmal Dankeschön für eure Grüße und die Genesungswünsche.